Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte Sie und euch ganz herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz gemeinsam gegen den Ausbau der Stadtautobahn 100. Ich möchte ganz kurz das Podium vorstellen. Wir haben die Parteien in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Es geht los mit Hart Moritz von den Grünen. Das ist der verkehrspolitische Sprecher für Straßen- und Luftverkehr im Abgeordnetenhaus. Daneben Harald Wolf von den Linken. Er ist verkehrs- und energiepolitischer Sprecher im Abgeordnetenhaus. Dann direkt neben mir auf der rechten Seite von den Piraten Fabio Reinhardt. Er ist Sprecher für Integrations- und Flüchtlingspolitik sowie Mitglied im Hauptausschuss im Abgeordnetenhaus. Und, wie bitte? Und Direktkandidat für Friedrich Heinkreuzberg. Genau. Alle, die hier sitzen, sind natürlich auch Kandidaten für die nächsten Wahlen. Das ist natürlich ganz klar. So, auf der linken Seite von mir aus gesehen Peggy Hochstetter. Sie ist in der BVV-Fraktion für Friedrich Heinkreuzberg und Kandidatin für das Abgeordnetenhaus. Und dann haben wir die beiden Bezirke, die sich gegen den Ausbau der Stadtautobahn 100 mit Beschlüssen gewendet haben, für Friedrich Heinkreuzberg, die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann und aus Lichtenberg der Bezirksstadtrat Andreas Prüfer. Mein Name ist Tobias Trommer von dem Aktionsbündnis 100 Stoppen. Und die Mitstreiterinnen und Mitstreiter von mir, die sehen Sie hier in den 100 Stoppen T-Shirts im Publikum und am Eingang verteilt. Ja, ganz kurz zum Ablauf. Im ersten Teil werde ich jeden der Anwesenden auf dem Podium bitten, um ein Statement zur 100, und zwar zum 16. Bauabschnitt, zum 17. Bauabschnitt und zur Bürgerbeteiligung. Dann gibt es Zeit für Rückfragen. Dann laden wir Sie ein zu einem Fototermin auf der Freitreppe hier oben mit Blick auf die geplante 100-Trasse. Und danach gibt es noch Möglichkeit für individuelle Interviews. Wir wollen uns kurz halten. Alle der Anwesenden auf dem Podium sind im Wahlkampf und hasten von einem Termin zum anderen. Und ihre Zeit wollen wir auch nicht so sehr strapazieren. Also wir hoffen, dass wir in einer Dreiviertelstunde durch sind. Ja, wir befinden uns hier direkt auf der geplanten Trasse der Stadtautobahn 100. Auch der Club Magdalena, wie viele andere auch, ist vom Ausbau der 100 bedroht. Zur Abgeordnetenhauswahl treten 21 Parteien in Berlin an, 12 wenden sich gegen den Ausbau der Stadtautobahn 100, 2 Parteien sind neutral und 7 Parteien sind für die Verlängerung. Eine Auflistung der Aussagen aller 21 Parteien ist auf unserer Webseite www.100stoppen.de zu finden. Und wir haben eben halt heute Vertreterinnen, habe ich schon gesagt, der Bezirke eingeladen und eben halt im Abgeordnetenhaus Kandidatinnen und Kandidaten im Abgeordnetenhaus, die sich gegen den Ausbau der 100 wenden. Ganz kurz noch zu unserer Position. Wir fordern eine Bürgerbeteiligung zu Beginn der Planung und die soll unabhängig vom Vorhabensträger sein und unparteiisch sein. In der Bürgerbeteiligung soll im Dialog und ergebnisoffen diskutiert werden und das Ergebnis soll verbindlich sein. Dies ist jedoch bis jetzt nicht vorgesehen und wurde für den 16. Bauabschnitt auch nicht durchgeführt. Beim letzten Bauabschnitt nach Treptow gab es lediglich am Ende des Planungsverfahrens 2009 die Möglichkeit, innerhalb von 6 Wochen Einwendungen zu schreiben, mit denen man das Bauprojekt aber nicht mehr grundsätzlich in Frage stellen konnte. Und bei dem derzeit im Bau befindlichen Abschnitt von Neukölln nach Treptow können wir uns maximal einen qualifizierten Abschluss in der Sonnenallee vorstellen. Und danach sollte endgültig Schluss sein. So, dann kommen wir zu den Fragen. Und zwar, wir möchten an alle Kandidatinnen und Kandidaten folgende Frage stellen. Wenn deine Partei, also angenommen, ihre oder eure Partei übernimmt Regierungsverantwortung, möchte sie den 16. Bauabschnitt der 100 von Neukölln nach Treptow zu Ende bauen oder stoppen? Und wie ist der Standpunkt zum 17. Bauabschnitt von Treptower Park zur Frankfurter Allee und Stolper Straße? Und die dritte Frage, wie sollte die Bürgerbeteiligung dabei aussehen? Ja, dann fangen wir an, wieder alphabetisch geordnet, mit Harald Moritz von Bündnis 90 Die Grüne. Hier ist das Lied. Wer steht auf der Leitung?
Ja, erstmal guten Tag auch von mir und danke für die Einladung. Also wer möchte den 16 Bauabschnitt weiterbauen? Wir nicht, aber im Frühjahr sind die letzten Hindernisse sozusagen die denkmalgeschützten Platanen auf der Trasse des 16 Bauabschnitts gefällt worden. Auf der gesamten Trasse wird gebaut, Aufträge sind ausgegeben. Zurzeit läuft auch noch das Planänderungsverfahren für den Bereich in der Wehrmannstraße. Wir hatten ja damals im Verbund mit den Klageberechtigten erreicht, dass zwei Häuser stehen bleiben konnten. Von daher musste die Planung geändert werden und jetzt dreht der Vorhabenträger sozusagen die Planung wieder ein Stück weit zurück, damit der Anschluss da oder diese Stelle anschlussfähiger für den 17. Bauabschnitt ist. Dann besteht auf dem 16. Bauabschnitt immer noch das Problem, mit dem, dass die Senatsverwaltung bzw. die Bundesrepublik den letzten sechs Mietparteien, denen ihnen zustehende Entschädigung nicht zahlen will. Dort haben sie den zivilrechtlichen Weg jetzt vor dem Landgericht verloren. Das hat den Steuerzahler 13.000 Euro gekostet und der Streit geht vor dem Verwaltungsgericht weiter. Da stehen bisher 5.000 zu Buche. Hätte man das genommen, hätte man die Entschädigung locker für die bisherige Zeit zahlen können. Aber man gönnt den Mietern nichts. 17. Bauabschnitt, wir sind hier auf der Trasse, der Bundeskabinett hat den Bundesverkehrswegeplan gerade Anfang August beschlossen. Der Bundestag wird sich im Herbst damit befassen und bei den Mehrheitsverhältnissen, die es dort gibt, glaube ich nicht, dass die A100 nicht in dem Ausbaugesetz stehen wird. Wir sind ganz klar, es gibt auch zwei Passagen in unserem Wahlprogramm, die deutlich sagen, dass wir den 17. Bauabschnitt ablehnen. Und wir sehen vor allen Dingen städtebauliche Probleme, aber auch ganz klar verkehrliche Probleme, nicht nur an der Trasse selbst, sondern ich habe ja diesen Flyer verteilt. Hier sieht man nochmal, dass mit dem Bau des 17. Bauabschnitts dann sozusagen der mittlere Straßenring geschlossen ist und dann werden auch Anwohner in Prenzlauer Berg die Segnungen oder die zusätzlichen Segnungen dieses Ringschlusses in Form von Lärm und Abgasen erleiden müssen. Und von daher, so eine Autobahn ist nicht mehr zeitgemäß, löst keine verkehrlichen Probleme, schafft weitere. Und diese hohen Kosten oder das Geld sollte man dann eher, wenn wir Bundesgelder nehmen, für den Schienenausbau, also die ganzen stillgelegten oder nicht wieder in Betrieb genommenen Bahntrassen reaktivieren. Und dann Berlin spart auch etliche Millionen und kann damit Radwege, Straßenbahnen oder dergleichen bauen. Denn Planungs- und Verwaltungskosten muss das Land Berlin tragen. Das sind 10 bis 18% der Baukosten. Und da kommen etliche zig Millionen auch in Berlin zusammen. Und die wollen wir sinnvoller ausgeben. Soweit vielleicht. Ja, okay. Vielen Dank, Harald. Dann Harald Wolf, bitte. Ja. Für uns ist auch das eine klare Position. Wir wollen keinen Weiterbau der A100. Wir setzen uns ein für einen qualifizierten Abschluss des 16. Bauabschnitts. Am besten wäre in der Tat an der Sonnenallee. Die Frage ist allerdings, ob das noch realisierbar angesichts des Fortgangs der Dinge. Aber für uns ist klar, es soll nicht weitergebaut werden nach dem 16. Bauabschnitt. Wir haben eine klare Position im Wahlprogramm gegen den 17. Bauabschnitt. Wir halten das für ein stadtzerstörerisches Projekt. Das schlägt eine Schneise in die Stadt. Es löst kein verkehrliches Problem lösen, sondern neuen Autoverkehr anziehen und erhebliche Probleme an den Anschlussstellen
bringen und es ist eine gigantische Geldausgabe. Wir hatten beim 16-Bauabschnitt schon die teuerste Autobahn pro Kilometer in der Bundesrepublik. Der 17. Bauabschnitt wird das Ganze noch toppen. Und ich sage, für das Geld, das da vom Bund bereitgestellt wird, gibt es sinnvollere Projekte. Jedenfalls der 17. Bauabschnitt ist kein sinnvolles Projekt. Für uns ist das auch ein Test, die Entscheidung über diesen Bauabschnitt, ob das, was in Berlin immer im Munde geführt wird, auch vom jetzigen Verkehrssenator Geisel, dass man eine Verkehrswende will. Wenn ich mir ansehe, dass im gleichen Hause eine Studie klimaneutrales Berlin gemacht wird, wo davon ausgegangen wird, dass der motorisierte Individualverkehr deutlich zurückgedrängt werden muss und dann eine Autobahnplanung aus den 60er und 70er Jahren vorangetrieben wird, sage ich, da gibt es einen Widerspruch. Das heißt, für uns ist das ein Lackmustest darauf, ob das Thema Verkehrswende ernst gemeint ist und klare Prioritäten gesetzt werden für den Umweltverbund. Also an dieser Stelle haben wir eine klare Position, mit dem wir auch, wenn es dazu kommt, in mögliche Koalitionsverhandlungen gehen werden. Ja, Bürgerbeteiligung, da wir überhaupt keine Planung für den 17. Bauabschnitt wollen, erübrigt sich die Frage. Weil Bürgerbeteiligung brauche ich nur, wenn ich ein Planfeststellungsverfahren für den 17. Bauabschnitt einleite. Und unsere Position ist klar, wir wollen keine weitere Planung für den 17. Bauabschnitt. Vielleicht zur Bürgerbeteiligung noch mal kurz die Anmerkung, die meisten wissen es ja. Aber die Tatsache, dass das Thema im Bundesverkehrswegeplan als im Bau betrachtet wird, ist natürlich schon mal ein Punkt gewesen, mit dem die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans ausgehebelt wurde. Und auf meine Nachfrage im Abgeordnetenhaus gab es von Seiten des Senats eine, sage ich mal, durchaus zustimmende und erfreute Stellungnahme, dass man sich da nicht mit dem Ärger mit den Bürgern machen muss, sondern dass man hier ein vereinfachtes Verfahren hat und hier entsprechend ausgehebelt wird und die Bürgerbeteiligung dann nur auf sozusagen die legitimatorische Bürgerbeteiligung im Planfeststellungsverfahren beschränkt wird. Okay, vielen Dank. Dann Fabio Reinhardt von den Piraten. Ja, vielen Dank, Tobias, und an das Bündnis für die Einladung heute. Und ich freue mich sehr, dass wir so ein breites Spektrum auch auf der Bühne hier darstellen, mit vier Parteien und zwei Bezirken, die sich gemeinsam gegen den Weiterbau aussprechen. Ich fange mal chronologisch sozusagen in der weiteren Zukunft an. Der 17. Bauabschnitt. Die Piraten sprechen sich ganz klar gegen den Weiterbau der 100 im Rahmen eines 17. Bauabschnitts aus. Wir haben die zusätzliche Schadstoffbelastung, aber auch die zusätzliche Verkehrsbelastung, die daraus resultieren würde im Bereich Frankfurter Allee. Viele andere Argumente sind genannt worden. Ich will nochmal auf zwei Punkte eingehen, die jetzt gerade diese Woche wieder genannt wurden, gerade auch vom SPD-Spitzkandidaten mit Michael Müller. Das eine war sozusagen der Hinweis auf die Existenz des Bundesverkehrswegeplans, in dem das Projekt jetzt auch drinsteht, und das andere die wachsende Stadt zum Bundesverkehrswegeplan. Da ist, glaube ich, schon das Wichtigste nochmal darauf hinzuweisen, dass dort tatsächlich gar keine ernsthafte Bürgerbeteiligung stattgefunden hat, um darüber eine Diskussion zu führen. Die Beteiligungszeitraum war insgesamt zu kurz, es fand auch keine Auswertung statt, wie viele Menschen sich jetzt konkret gegen das Projekt Weiterbau der 100 aussprechen. Und insgesamt ist ja die Beteiligung auch komplett unverbindlich und Menschen beteiligen sich eben nicht an Beteiligungsverfahren, von deren Ausgang sie einfach nicht überzeugt sind oder von dem sie nichts Genaues wissen. Auch das Argument mit der wachsenden Stadt, was ja im Mittelpunkt von Müllers Argumentation vorgestern stand, ist Unfug. Der Hinweis, dass 40.000 Menschen pro Jahr ungefähr neu nach Berlin kommen, ist zwar korrekt, aber dass man deswegen jetzt mehr Autobahnen braucht, ist nicht richtig. Wir haben vor allem auch Zuwachs der Stadt, also Zuzug von Menschen aus dem internationalen Bereich. Das sind viele Leute, die eben nicht ihr Auto mitbringen. Man kann vielleicht von etwa 5.000 Autos mehr pro Jahr ausgehen, aber das ist eben deutlich unterdurchschnittlich. Das bedeutet mehr Druck auf die Mobilitätssysteme und letztendlich die Notwendigkeit, den ÖPNV schnellstmöglich auszubauen, sowie
das Radsystem inklusive von Radschnellwegen, auch natürlich die Unterstützung von Modellprojekten im Bereich progressiver Mobilität und zum Beispiel auch Carsharing. Also mit anderen Worten, man muss nicht davon ausgehen, dass man auch in 20 Jahren den Stau nur bekämpfen kann, indem man mehr Autobahnen baut. Da gibt es auch andere Methoden, Apps und ähnliche Dinge, die das dann auch umlenken. Das heißt, da kann man auch mal ein bisschen in die Zukunft planen. Der 17. Bauabschnitt darf daher nicht Realität werden. Deswegen freue ich mich auch über das Commitment hier und heute. Ich fordere natürlich auch, dass die anderen Parteien eben auch klar machen, dass es nicht nur zu keinem Spatenstich in den nächsten 5 Jahren kommt, sondern auch ganz klar ist, dass es eben kein Planfeststellungsverfahren geben wird, keinen Planfeststellungsbeschluss und so weiter, und dass man eben auch fordert, dass das aus den zukünftigen Planungen des Bundesverkehrswegeplans auch rausgenommen wird. Und ich denke, dass der Fahrradvolksentscheid, der immer noch im Raum steht und kommen wird, auch ein guter Anlass ist, für alle Beteiligten dann gesichtswahrend aus Koalitionsverhandlungen rauszugehen, ohne einem 17. Bauabschnitt zuzustimmen. Dann sage ich noch was zum 16. Bauabschnitt. Und zwar, wir fordern, beziehungsweise ich sage es erstmal so, die Piraten wundern sich auch ein Stück weit darüber, dass sozusagen die Diskussion, die ja auch von den Regierungsfraktionen gesetzt wird, sich letztendlich nur noch um den 17. Bauabschnitt dreht. Das heißt, letztendlich ist das Thema 16. Bauabschnitt komplett von der politischen Agenda verschwunden. Ich finde es aber richtig, das auch weiter zu diskutieren, inklusive aller Optionen, einem sofortigen Baustopp oder auch Rückbaumöglichkeiten. Das muss auch von den Kosten und auch von den zukünftigen Möglichkeiten her weiterhin in der politischen Diskussion auch bleiben. Wir sprechen uns ganz klar für einen sofortigen Baustopp aus und einen qualifizierten Abschluss, beispielsweise, wie schon angesprochen wurde, am Autobahnkreuz an der Sonnenallee. Die 473 Millionen Euro, die ja für den 17. eingeplant sind, werden dann auch teilweise frei werden und werden auch mit Schätzung mal 150 bis 200 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Außerdem werden natürlich Planungskosten für Berlin frei. Das Geld auf Bundesebene könnte beispielsweise für den Ausbau der digitalen Infrastruktur verwandt werden, ist zum gleichen Ministerium angesiedelt. Deutschland ist auch weiterhin dort im kompletten Hintertreffen. Wir machen im OECD-Vergleich den 5. letzten Platz aus. Das heißt, die digitale Infrastruktur braucht wesentlich mehr finanzielle Unterstützung als die Verkehrsinfrastruktur im Individualbereich. Für Berlin bedeutet das natürlich dann eben weniger Feinstaub und Umweltbelastung. Die frei werdenden Flächen, die wir durch den Baustopp im 16. Bauabschnitt gewinnen, können wir nutzen, um mehr Grünflächen anzusiedeln, aber auch eben Wohnungen im preiswerten Segment zu bauen. Und natürlich haben wir da auch wieder Gelder, die für das Land Berlin frei werden. Insofern ist das uns auch eine dringliche Angelegenheit. Ja, vielen Dank, Fabio, für deinen Beitrag. Dann bitte ich Peggy Hochstetter um ihr Statement. Peggy Hochstetter ist in der SPD. Es ist bekannt, dass die SPD gespalten ist in der Hinsicht, schon seit Jahren. Es gibt wechselnde Beschlüsse, erst in der einen Richtung, dann ein Jahr später in der anderen Richtung, alles immer ganz knapp. Jetzt ist die SPD offiziell für den Ausbau. Ja, bitte um dein Statement. Vielen Dank. Ja, ich spreche, wie gesagt, nicht für die gesamte SPD, aber für die SPD von der Senkwasser kann ich da schon sprechen. Wir argumentieren seit Jahren gegen den Weiterbau der A100. Ich war die letzten 5 Jahre Vorsitzende des Verkehrsausschusses und da lag meine Priorität und auch die Priorität der SPD Friedrichshain-Kreuzberg immer auf Fuß- und Radverkehr, nicht auf Autoverkehr oder der A100. Ich habe das auch auf dem letzten Parteitag, auf dem Landesparteitag deutlich gesagt. Ich möchte nicht sagen, dass der Jubel groß war, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich da doch immer mehr Menschen anschließen, die die Sinnhaftigkeit des Weiterbaus auch nicht erkennen. Ich bin dafür, dass wir den 17. Bauabschnitt ganz liegen lassen. Bei dem 16. bin ich mir nicht darüber im Klaren, was ein Rückbau ganz genau bedeuten würde. Das muss man wohl abwägen, aber ich denke, wir dürfen auf gar keinen Fall weiterbauen und ich bin dafür, dass wir auf jeden Fall Fuß- und Fahrradverkehr stärken, weil auch 82% der Menschen im Innenstadtbereich eben öffentlich benutzen, Fahrrad oder eben auch zu Fuß gehen und dem müssen wir Rechnung tragen.
Das ist, hat auch was mit Lebensqualität zu tun. Die Frankfurter Allee ist einer der hauptbelasteten Straßen mit Feinstaub und ähnlichen Sachen. Aber von daher müssen wir wirklich zusehen, dass wir die Leute hier im Innenstadtbereich auch vor solchen Umweltbelastungen und gesundheitlichen Belastungen schützen. Die Autobahnen zu verhindern. Welche Möglichkeiten habt ihr überhaupt? Naja, die Möglichkeiten hast du eben schon aufgeführt, die wir gemeinsam schon versucht haben. Das Klageverfahren ist deswegen abgelehnt worden, weil der Bezirk nicht klageberechtigt ist. Harald hat ja vorhin von den Klageberechtigten gesprochen. Der Bezirk ist leider nicht klageberechtigt, weil Berlin eine Einheitsgemeinde ist und wir im Grunde sowas sind wie eine nachgeordnete Verwaltungseinheit. Auch wenn man das natürlich als Bezirk nicht so gern hört und schon gar nicht an solcher Stelle. Also der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist, was das Bezirksamt betrifft, also die Stadträte und Rätinnen, einheitlich in der Meinung, dass wir die A100 komplett ablehnen. Wir haben auch das große Glück, finde ich, dass in der BVV Friedrichshain-Kreuzberg bis auf die CDU alle Parteien, die zurzeit dort vertreten sind, eine einheitliche Position gegen die A100 haben. Also da beißt auch die Maus tatsächlich keinen Faden ab. Und ich will mal so sagen, große Diskussionen, also Kontroversen diesbezüglich gab es bei uns eigentlich nie, weil das war von vornherein klar. Peggy hat auch nochmal gesagt, das gilt auch für die SPD, das will ich an der Stelle schon nochmal deutlich sagen, weil das ist wichtig, wenn wir wieder mit der leidigen Diskussion anfangen, dass wir sehr wohl auch da die Kräfte dann stärken, letztendlich die in der SPD dann auch ein Umdenken hervorrufen. Sonnenallee Schluss, das hatten wir vor 5 Jahren schon mal, da kann ich mich gut erinnern, nämlich bei den Koalitionsverhandlungen. Und ich will deutlich sagen, da waren wir uns einig und ich will mal mit dem Mythos aufheben, den Mythos mal auflösen, dass die Koalition Rot-Grün an der A100 gescheitert ist. So war es nicht, weil da waren wir uns bereits einig und kurz bevor der Anschlag gegeben werden sollte, die beiden Protagonistinnen standen schon auf, hat Herr Wowereit um eine Unterbrechung gebeten und hat sozusagen die Koalitionsverhandlungen beendet, aber das ist nicht an der A100 gescheitert. Ich glaube, dass wir einen Paradigmenwechsel brauchen. Ich bin sehr froh, dass wir das Volksbegehren zum Fahrradverkehr haben, weil eins ist deutlich, wenn man jeden Tag selber mit dem Rad fährt, was ich tue, diese Stadt ist nicht fahrradkompatibel. Und alleine um hier über die Kreuzung zu kommen, also ich musste einen großen Umweg fahren, weil letztendlich die Ampel für die Fahrradfahrer gar nicht mehr grün wurde. Das heißt also, wir müssen tatsächlich komplett umdenken. Das ist ein Paradigmenwechsel, den ich nicht nur mir durch das Volksbegehren erhoffe. Ich glaube, dass da eine Menge Druck drin ist. Also man merkt ja auch gerade, wie plötzlich Bewegung reinkommt in das Thema. Ich will aber, dass das zum 19. September immer noch da ist, der Druck. Und nicht am 18. September letztendlich aufhört. Und deutlich ist, im Moment wird ja über Regierungskoalitionen spekuliert, will ich mal sagen. Wenn wir Rot-Grün-Rot haben werden in der Stadt, das wird nach der Wahl entschieden werden, gibt es 2 Parteien, die dann in die Koalitionsverhandlungen gehen, die eine klare Position gegen die A100 haben. Und ich glaube, das werden wir auch sehr deutlich machen. Herr Radwolf hat das eben auch nochmal angesprochen. Was bedeutet eine Autobahn mitten durch die Stadt? Ich kann Ihnen das sagen. Ich habe gewohnt bis 1999 Karl-Marx-Straße, Ecke Grenzallee. Das heißt, ich habe den gesamten Bau der Autobahn dort miterlebt. Ich habe gesehen, wie zig Wohnungen vernichtet worden sind, Häuser abgerissen worden sind. Und ich weiß, also es ist ja über einen Tunnel und dann kommt sie praktisch an der Karl-Marx-Straße aus dem Tunnel heraus. Und 1999 konnte man noch umziehen. Das ist jetzt ungleich schwieriger. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Lebensqualität wirklich aus eigener Anschauung weg ist. Weil sie haben erstens Lärm, sie haben einen unheimlichen Dreck. Wenn sie an einem Autobahnaufzubringer letztendlich wohnen, und da waren wir, können sie die Fenster nicht mehr öffnen, sie können Tag und Nacht
Also Sie können nicht mehr telefonieren, Sie können im Grunde nicht mehr normal Fernsehen gucken und Sie können vor allen Dingen auch nicht schlafen. Und von der Feinstaubbelastung etc. haben wir gerade gesprochen. Das bedeutet also, die Menschen, die davon betroffen sind, und das, darum geht es ja in den Bezirken auch, die Menschen, die davon betroffen sind, werden tatsächlich einen herben Lebensqualitätsverlust in Kauf nehmen müssen. Und das ist nicht gedacht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Bürgerbegehren, wir haben gerade gehört, wie die rechtliche Situation aussieht. Nichtsdestotrotz sind das tatsächlich Großbauprojekte, wo ich der Meinung bin, dass das nicht mehr ohne Bürgerbeteiligung gemacht werden kann. Und zwar nicht so pseudomäßig, auch der Hinweis, naja, man macht sie nur noch gerne, wenn man das Ergebnis kennt. Das Schöne in Berlin ist ja, dass man das Ergebnis nicht mehr kennt. Also positiv jetzt für uns gesprochen. Ich denke schon, dass solche einschneidenden, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, einschneidenden Bauprojekte nicht ohne die Beteiligung derer geht, die davon auch betroffen sind. Was wir tun können, wie gesagt, haben wir schon getan, aber wir werden als Bezirk weiterhin jegliche Kräfte unterstützen, die gegen den Bau, den Weiterbau der 100 sind. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch die zukünftige BVV in ihrer Zusammensetzung mehrheitlich ein deutliches Veto einlegen wird, was die A100 betrifft. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Monika Herrmann. Und dann als letztes Statement Andreas Prüfer aus Lichtenberg. Ja, also auch von mir nochmal guten Tag. Und ich hatte gehofft, dass ich die Anwohnernummer sozusagen alleine habe, wenigstens. Aber ich stelle fest, ich habe noch eine Anwohnerin kennengelernt oder die es erlebt hat, das Anwohnerin mit Monika Herrmann. Ich will noch was zu meiner Vorstellung sagen. Ich bin stellvertretender Bürgermeister in Lichtenberg und komme hier nicht her mit einem Bezirksamtsbeschluss im Rücken, weil es diesen Bezirksamtsbeschluss nicht wirklich gibt. Es gibt jedenfalls keinen expliziten. Was wir allerdings haben in Lichtenberg sind in den letzten sechs Jahren drei Beschlüsse der BVV, die sehr klar sich gegen den Weiterbau der 100 in allen Phasen gewandt haben, auch schon immer, und ich glaube schon seit den 90er Jahren ist Lichtenberg eine klare sozusagen Mehrheit in der Bezirksformenversammlung vorhanden, die sich dann nicht immer und unmittelbar umgesetzt hat in Bezirksamtsbeschlüsse. Wir haben das natürlich weitergegeben, wir haben das, was Bezirksämter machen an solchen Stellen, dieses Ersuchen der BVV an den Senat weitergegeben und seit Jahren das Erlebnis, dass uns das eigentlich überhaupt nicht beantwortet wird, sondern eher mit dem Verweis, so weit sind wir noch nicht und die Beteiligung hat noch gar nicht begonnen und wir sind noch gar nicht gefragt und überhaupt, was wir uns da einmischen in Planung sozusagen als Bezirk zurückgegeben. Das ist ein bisschen eine andere Situation als in Friedrichshain-Kreuzberg, sage ich dazu. Deswegen sitzt hier auch keine Bürgermeisterin, sondern der Linksparteipolitiker, der ich dann auch noch bin in der Dreifaltigkeit Stadtrat, stellvertretender Bürgermeister, Linksparteipolitiker. Und da denke ich, sind wir seit Jahren klar, die Beschlüsse der BVV waren in der Regel durch meine Fraktion angeregt und ausgelöst und aufgeschrieben. Ich denke, dass wir uns auch jetzt im Wahlkampf da klar positionieren, auch deutlich und laut und sichtbar mit ordentlicher Plakatierung an den entscheidenden Stellen, was mir gut gefällt. Und so nehme ich das auch mal schon als eine erste Ansage zur Volksabstimmung sozusagen. Also ich denke auch, dass Wahlergebnisse gerade in solchen Wahlbezirken, in Lichtenberg insgesamt, aber auch genau dort, wo Menschen ganz unmittelbar betroffen sind, wir uns sehr genau angucken können. Und ich denke, da werden wir Unterstützung für unser Anliegen finden. Da wird es tatsächlich auch dafür Mehrheiten geben, zumindest strukturell, denke ich, wissen die Menschen, was auf sie zukommt. Anwohner bin ich, weil an der Frankfurter Allee unter mir sozusagen ist dann die Abfahrt Frankfurter Allee, unter meinem Balkon. Genau. War bei mir auch. Ich weiß noch nicht, ob ich noch so lange dabei bleibe. Aber ich denke, dass wir gerade in diesen Wohngebieten, Frankfurter Allee Süd, Kastelkiez, Viktoriastadt, also die unmittelbar betroffenen Menschen, dass die sehr genau wissen, was auf sie zukommt, dass dort in der vierten Etage der Platten, die an der Rudolfstraße stehen, dann eine Albantrasse entlang führt, also auf der Höhe des Bahndamms. Das muss man einfach zeigen. Ich empfehle auch jedem, der sich das einfach kein Bild davon hat, einfach mal hinzugehen, einfach mal zu gucken und sich dort vorzustellen, hier ist jetzt auf der Höhe der vierten Etage, auf Balkonentfernung, wesentlich 30 Meter, ist da eine Trasse sozusagen, eine Autobahntrasse. Ich glaube, spätestens an dieser Stelle versteht man, dass sowas simpel gesagt nicht geht. Dass das Planungen aus dem vorigen Jahrhundert sind, sehr deutlich sagen, und weit im vorigen Jahrhundert ursprünglich gemacht,
Und ich denke, es ist Zeit, dass ein Industrieland wie dieses und eine Stadt wie diese, eine moderne Stadt wie diese, mal über Alternativen nachdenkt. Das ist mein Anspruch seit Jahren, unser Anspruch seit Jahren, dass Alternativen gedacht werden, dass natürlich vor allem Individualverkehr reduziert werden muss, dass der Umweltverband leben muss, dass wir den ÖPNV ausbauen. Dann ist auch der gewerbliche Verkehr, der ja gerne angeführt wird, dass er denn so dringend notwendig ist, dann ist er auch zu bewältigen in der Stadt, wenn wir sozusagen die Straßen nicht verstopfen mit dem Individualverkehr. Wobei ich auch da einen Schritt weiter gehe und sage, da muss man drüber nachdenken, ob immer und überall 40 Tonnen in die Stadt fahren müssen und nicht auch da mal neu nachgedacht werden muss über den Lieferverkehr. Wir haben an der Frankfurter Allee gehabt, jahrzehntelang im zu wirtschaftsschwachen Unrechtsstaaten, Containerbahnhof, der auch Gütertransport bis in die Stadt sozusagen möglich machte. Ich denke auch über sowas neu nachzudenken, Güterverkehr in der Stadt zu denken, anders zu denken, schienengebunden zu denken, gehört zu diesen Alternativen. Dafür muss man aufhören mit dem Weiterbau der 100. Da will ich jetzt mich nicht einmischen in die von euch schon klarer beschriebene Situation zum 16. Bauabschnitt, aber den 17. anzufangen ist dann das Ende. Ich erlebe, dass wir eine Diskussion führen dazu mit den Befürwortern, die uns sozusagen von einem Bauabschnitt in den nächsten treibt. Das hat etwas so Schizophrenes. In den Studien zum 17. Bauabschnitt wird unter anderem, das ist so ein kleines Gimmick, nebenbei auf einer Abfahrt an die ursprünglich geplante Abfahrt am Containerbahnhof, auf die wird verzichtet. Mit der Begründung, dass der Knoten Frankfurter Allee, Gürtelstraße, Möllendorfstraße den Verkehr nicht verkraftet. Deshalb müssen wir die Autobahn weiterbauen bis zur Stockholmstraße. Also wir bauen eine Autobahn, weil wir eine Autobahn bauen. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal Schnitt machen und sagen, Schluss, Ende, das war mal, das ist spätes voriges Jahrhundert oder frühes voriges Jahrhundert und wir diese Stadt braucht eine andere Verkehrsplanung. Das ist meins und dafür stehe ich und dafür kandidiere ich für die BVV. Das auch noch. Ja, vielen Dank, Andreas. Vielleicht noch eine Ergänzung. Der Containerbahnhof Lichtenberg oder der ehemalige Containerbahnhof liegt ja auf der Autobahntrasse. Das heißt, wenn man die Autobahn dort hinbauen würde, dann würde man sich für die Zukunft verbauen, dort wieder den Containerbahnhof zu reaktivieren. Und noch eine Nachlese zu den sozialen Auswirkungen. Es gibt eine Studie von Topos zu den sozialen Auswirkungen von Stadtautobahnen, die ganz klar sagt, wenn man Autobahnen durch Städte baut, dann baut man sich eine Schneise der Armut und eine Schneise der Verslammung. Ja, vielen Dank nochmal. Dann kommen wir zu den Rückfragen. Da bitte ich nur die Vertreter der Presse, Rückfragen zu stellen. Wir wollen nämlich alles zeitlich sehr strafft halten. Ja, bitte, Kameramann. Ja, zwei Fragen. Die erste, stell dich kurz vor, die nicht alle kennen. Ja, klar, Peter Neumann, Berliner Zeitung. Zwei Fragen bitte. Die erste haben in der Bobitzicht. Nur noch eine Nachfrage, ich habe das nicht verstanden. Sind Sie jetzt auch dafür, den Bau des 16. Abschnitts zu unterbrechen von Sonnenallee? Oder sagen Sie, ist ja schon so weit, ziemlich am Schluss, geht es weiter? Und bleibt die zweite Frage hinterher an Sie und an Herrn Wolf. Wenn sich die SPD in Koalitionsverhandlungen hartnäckig zeigt, ist das auch für Sie ein Grund, die Verhandlungen scheitern zu lassen? Oder glauben Sie, dass Sie dazu ein Ergebnis kommen? Also zum 16. Bauabschnitt, ehrlich gesagt, fehlt mir die Fantasie der Mitte, angefangen, ich möchte den 16. Bauabschnitt nicht und dafür haben wir gekämpft. Mir fehlt allerdings die Fantasie tatsächlich, dieses Vorhaben rückabzuwickeln und wir müssen sehen, dass wir mit den Problemen an der Elsenstraße, wie wir das lösen, da muss die Verwaltung, die ja immer gesagt hat, hier gibt es gar kein Problem, da muss die sich auch mal beweisen. Also die Abfahrt ist ziemlich einfach, was da nicht abfließen kann, da gibt es ja eine Ampel, die bleibt auf Rot, solange bis der Verkehr weg ist. Und wenn die nachher qualifiziert bis zur Sonnenallee stehen, stehen sie so lange. Aber die Gegenrichtung ist viel komplizierter, also da muss man viel Intelligenz und Technik, glaube ich, einsetzen, um da tatsächlich einen vernünftigen Abschluss hinzukommen, aber es darf auf keinen Fall weitergehen. Ja, Herr Müller macht ja jetzt sozusagen das Spielchen von Wobereit irgendwie neu und verwundert schon, also ich glaube,
so schon Koalitionsverhandlungen mögliche vorzubereiten, das ist ein sehr schlechtes Omen und ich glaube, damit wird er auch nicht durchkommen. Also wir haben eigentlich eine ganz klare Haltung. Wir wollen diese weitere Planung, darum geht es ja jetzt in der nächsten Legislatur, wir wollen keine Planung und keine Vorbereitungsplanung für den 17. Bauabschnitt. Und wenn Herr Bovereit, Herr Müller letztendlich mit der CDU und FDP das durchsetzen will, naja, was dann von seiner Partei letztendlich übrig bleiben wird, das muss den Scherbenhaufen, muss er nachher dann zusammenkehren. Ja, also ich habe mich sehr gewundert über diesen Vorstoß von Michael Müller. Klug ist was anderes. Ja, allerdings. Aber er hat ja mehrere Vorstöße gemacht in den letzten Wochen und auch wieder zurückgenommen. Das war aus Wahlkampfgesichtspunkten, glaube ich, insgesamt nicht klug, aber das ist das Problem der SPD. Unsere Position ist klar. Wir gehen mit einer klaren Position, wenn es dazu kommt, in Koalitionsverhandlungen. Wenn es dazu kommt, werden das wahrscheinlich Koalitionsverhandlungen von einer Partei sein, der SPD, die in der Frage A100 gespalten ist, mit zwei Parteien, die eine klare Position dazu haben. Insofern gehe ich, was diesen Punkt angeht, mit einem gewissen Optimismus und einer gewissen Zuversicht in die Diskussion. Und wenn Sie sich angucken, wie knapp die Entscheidungen gewesen sind, und Herr Moritz hat auch schon die Alternativen, die die SPD koalitionspolitisch hätte, genannt. Und ich glaube nicht, dass Michael Müller in die Geschichte eingehen will als der Totengräber der Partei Willy Brandt. Weil das wäre, glaube ich, die Variante einer Koalition mit CDU und FDP. Und Sie sehen ja jetzt schon, wie groß der Vorrat an Gemeinsamkeiten mit der CDU ist und wie gut das persönliche Klima zwischen den Akteuren ist, sodass ich mir darüber jetzt nicht so große Sorgen mache. Und insofern gehen wir da mit einer klaren Position rein und mit einer gewissen Zuversicht. Und auch wenn Sie sich mal ansehen, den Unterschied vom Entwurf des SPD-Wahlprogramms, wo noch ein klares Bekenntnis zum 17. Bauabschnitt drin war, und der Endfassung des Wahlprogramms, wo die H100 verschwiemelt in einem Gesamtkonzept auftaucht, interpretiere ich das mal vorsichtig als Signal der Bewegungsfähigkeit. Und, aber wie gesagt, darüber werden wir nach dem 18. September reden. Ich habe Ihnen meine Einschätzung gesagt. Ja, vielen Dank, Harald Moritz und Harald Wolf. Gibt es noch weitere Rückfragen von den Pressevertreterinnen und Vertretern? Die Presse nickt, dann haben wir unsere Zeitvorgabe perfekt erfüllt. Dann lade ich jetzt alle ein, sozusagen von den Politikerinnen und Politikern mit mir hochzugehen auf die Treppe für einen Fototermin, damit man auch optisch sieht, dass es ein Bündnis gegen 100 gibt. Wir haben diese 100 Stoppen-Plakate, die werden Ihnen gleich meine Mitstreiterinnen austeilen. Ja, dann geht aber kurz auf die Freitreppe. Noch ein Stück und hier, gucken Sie mir. Super. Okay, ja, nochmal. Okay, und jetzt nochmal.